Moin moin und ein herzliches Willkommen hier mal wieder zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wir starten heute mal wieder rein mit einer FIFA 20 Sprint to Glory und das Ganze, ich glaube, mit einem Verein, mit dem wir auch irgendwie so in der Art als allererste seine Sprint to Glory gestartet haben. Ich bin der Meinung, es war FIFA 18 damals, aber da bin ich mir auch nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich blende euch jetzt im Hintergrund mal das Ganze ein. Vielleicht ist es auch sogar schon FIFA 17 geworden. Auf jeden Fall starten wir rein in der Bundesliga und das Ganze mit, wo sind sie? Wir starten rein mit Borussia Mönchengladbach. Das hier ist dann der Kader, mit dem wir bei Borussia Mönchengladbach reinstarten. Zwei Veränderungen können wir noch durchführen. Das ist einmal hier auf der rechten Mittelfeldposition. Dort wird Patrick Herrmann an den Start gehen und links Oscar Wendt wird rausgehen und dafür haben wir auch noch einen neuen Linksverteidiger am Start. Insgesamt ein mega solider Kader, muss man ganz ehrlich sagen. Hier könnten wir sogar noch Kramer hinstellen. Und dann würde ich sagen, starten wir rein in die Transfers. Ich schaue mal, wie viel Geld wir haben, was so umsetzbar ist. Ich möchte natürlich direkt im ersten Jahr international dabei sein, zumindest in der Europa League. Da bin ich ganz ehrlich. Und dann geht es direkt rein in die allererste Transfersaison. Falls euch das Ganze gefällt, lasst natürlich liebend gerne einen Daumen nach oben da. Mich würde es mega freuen, wenn wir die 500 Daumen nach oben auf diesem Video knacken. Wenn ihr neu seid, auch gerne ein Abo da lassen, um nichts mehr zu verpassen. Und damit geht es direkt rein in die Sprint to Glory. Die Transferphase liegt dann jetzt bereits schon so gut wie hinter uns. Verkaufen konnten wir leider nicht. Wir hatten zwar ein paar Angebote vorliegen, allerdings wollte ich davon nur wenige Spieler abgeben, wie zum Beispiel ein Hofmann, Herrmann, aber dort waren die gegnerischen Mannschaften nicht bereit, so viel zu bieten, wie ich denn gerne hätte. Strobel wäre auch so ein Kandidat, den ich abgeben würde. Allerdings ist mir die Transfersumme auch hier zu niedrig und ich glaube auch nicht, dass das Ganze noch über die Bühne gehen wird. Wir probieren es natürlich trotzdem, aber trotz keines einzigen Abgangs konnten wir eine Neuverpflichtung in unseren Kader einbinden und zwar ist das Husem Auer, der jetzt neuer ZM-Partner von Zakaria sein wird. Insgesamt war ich mit dem Kader so zufrieden, dass ich tatsächlich sogar überlegt habe, keinen einzigen Transfer zu machen, weil ich einfach mal eine Saison mit diesem Kader reinstarten wollte. Es sind echt interessante und gute Spieler dabei. Jetzt ist es doch dazu gekommen, dass ich einen einzigen Spieler verpflichtet habe in der Winterpause. Husem Auer hat uns auch ordentlich Geld gekostet. Wir schauen einmal rein, wie viel das letztendlich war. Ich glaube 35 Millionen, ganz genau. 35 Millionen hat einen Marktwert von 30 Millionen, aber auch ein unglaublich gutes Potenzial. Und aus dem Grund denke ich, dass wir das Geld hier definitiv gut angelegt haben. Und damit starten wir rein in Saison Nummer 1. Dann sind wir jetzt in unserer allerersten Winterpause bei Gladbach und tabellarisch ist es in Ordnung. Damit habe ich ungefähr gerechnet. Aktuell stehen wir auf Tabellenplatz 6. Es wäre schön, wenn wir Eintracht Frankfurt noch hinter uns lassen könnten. Dann wäre ich all in all mega zufrieden. Wir schauen rein in den DFB-Pokal. Dort sind wir aber leider schon raus in Runde 3. Aber auch das ist in Ordnung gegen den FC Bayern München. Und die UEFA Europa League. Dort sind wir noch drin. Tabellenzweiter müssen jetzt ran gegen den FC Porto. Und vor uns ist die AS Roma gelandet. Aber auch hier 13 Punkte. Vollkommen in Ordnung für die erste Saison. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Leistung unseres Kaders. Und dann würde ich sagen, geht es in die Vertragsverlängerungen und in die Rückrunde rein. Jetzt liegt dann auch die komplette Saison hinter uns. Im DFB-Pokal waren wir ja schon raus, aber in der Europa League sind wir richtig weit gekommen. Ihr seht es oben. Ich werde da gleich nochmal genauer drauf eingehen, aber das war wirklich eine sehr, sehr erfolgreiche Europa League-Saison und die Liga ist auch in Ordnung. Wir sind nicht nur an Frankfurt vorbeigezogen, sondern tatsächlich auch an Bayern 04 Leverkusen und damit sind wir auf Tabellenplatz 4 letztendlich gelandet. 70 Punkte in der allerersten Saison geholt. DFB-Pokal wisst ihr es, Runde 3 aus gegen den FC Bayern und in der Europa League, auch da bin ich unglaublich zufrieden. Wir konnten uns in der Runde der letzten 32 durchsetzen mit 3:1 gegen Porto. Danach konnten wir gewinnen mit 5:2 gegen Gent, 4:1 gegen Sevilla und dann leider das knappe Aus gegen Bayern 04 Leverkusen mit 2:3 und letztendlich gewinnt Manchester United. Aber ich muss echt sagen, ich bin mehr als zufrieden. Auer gehört mittlerweile jetzt zu den besten Spielern. Im nächsten Jahr möchte ich dann eventuell entweder Thuram, das ist die eine Möglichkeit. Nee, Player, aber warum war das denn? Nee, es geht gar nicht. Ich war der Meinung, ich hatte noch irgendjemanden, der hier anständig Mittelstürmer spielen könnte. Ah, Embolo haben wir. Embolo auf die 10 stellen
Und dann eventuell, ich glaube, ich gehe eher Richtung eines neuen rechten Mittelfeldspielers. Wenn wir genug Geld haben, auch noch ein neuer linker Verteidiger. Da habe ich schon einen im Visier, und zwar Gaia. Mal sehen, ob es das wird, werden wir im nächsten Jahr dann sehen. Aber wir gehen jetzt erstmal rein in die neue Saison, in Saison Nummer 2 bei Borussia Mönchengladbach. Wir haben wieder bereits unsere Transfers abgeschlossen und ich habe mir überlegt, da es sich angeboten hat aufgrund unserer Transfers, dass wir eine kleine Challenge einfach mal jetzt so nebenbei in dieser Sprint to Glory machen. Und zwar, ihr wisst, im allerersten Jahr haben wir bereits Auer geholt, einen Franzosen, und deswegen habe ich mir gedacht, ja, bleiben wir einfach mal bei den Franzosen. Wir verpflichten hier mit Borussia Mönchengladbach nur französische Spieler. Das bedeutet Spieler, die die französische Nationalität haben, und davon haben wir uns bereits zwei neue geholt. Einmal Ikoné, der jetzt bei mir im rechten Mittelfeld spielen soll, beim neuesten Update jetzt auch wieder die rechte Mittelfeldposition als Standardposition bekommen hat. Wir holen ihn für 37 Millionen. Benesch verlässt uns das Ganze für 15,6 Millionen und es kommt noch ein neuer Linksverteidiger. Lucas Diagne wechselt zu uns das Ganze für 45,7 Millionen. Damit haben wir jetzt auf der Linksverteidigerposition unseren zweitbesten Spieler hinter Sommer im Tor, und ich würde sagen, damit können wir reinstarten in die neue Saison. Und ich bin gespannt, ob wir nochmal ein wenig besser abschneiden können als im letzten Jahr. Aber viel besser wird es ehrlich gesagt noch nicht gehen mit dem Kader. Wir sind im Januar angekommen und schauen, ob die Saison sogar noch besser lief als die vorherige. Wir schauen rein und wir sind aktuell Tabellenvierter, damit besser, zumindest in der Winterpause, als im letzten Jahr. Frankfurt noch recht weit oben, die würde ich gerne noch überholen, und ich denke, RB Leipzig wird wieder am Ende vor uns landen. Aber wir schauen natürlich auch auf die anderen Tabellen, auf den DFB-Pokal und auf die Champions League, in der wir in diesem Jahr vertreten waren. Zuallererst DFB-Pokal, wir sind wieder raus und in diesem Jahr gegen Borussia Dortmund mit 1:2 verloren, und in der UEFA Champions League. Erstmalig dabei sind wir leider in der Gruppenphase raus, als Tabellendritter hinter Manchester United und Piemonte Calcio. Ist aber auch eine unglaublich schwere Gruppe, um ehrlich zu sein. Trotzdem immerhin 9 Punkte geholt, und damit geht es direkt rein in die Rückrunde, und ich hoffe, dass wir uns dann Minimum im nächsten Jahr wieder für die Champions oder in dieser Saison für die Champions League in der nächsten Saison wieder qualifizieren können. Die nächste Saison ist dann jetzt vorbei und ihr seht, wir sind wieder auf Tabellenplatz 4 gelandet, ganz, ganz knapp hinter Leverkusen. Ein einziger Punkt hat uns dort gefehlt. Das heißt, ich glaube, wir sind definitiv dichter auf Tabellenplatz 3 dran als im letzten Jahr. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. DFB-Pokal, wisst ihr, bereits das Ausscheiden gegen Borussia Dortmund. Und in der Europa League, dort sind wir ja aufgrund des dritten Platzes in der Gruppe der Champions League reingerutscht. Dort sind wir auch richtig gut durchgerannt, nachher im Finale leider 2:1 gegen AC Mailand verloren. Ansonsten gegen Chelsea weitergekommen, gegen Benfica weitergekommen, gegen Braga weitergekommen und damit dann eine recht erfolgreiche Europa League-Saison nach dem Ausscheiden der Champions League dann noch hinter uns gebracht. So sieht unser Kader aktuell aus. Embolo ist unglaublich unzufrieden bei uns. Aus dem Grund ist er jetzt ab dem Sommer erstmal ein Jahr verliehen an Lazio Rom. Das heißt, da müssen wir uns definitiv verstärken. Ich werde es aber, glaube ich, so machen, dass ich Ikoné auf die 10 ziehe und dann einen neuen rechten Mittelfeldspieler hole und vielleicht noch einen neuen rechten Verteidiger. Müssen wir einfach mal schauen, und damit geht es rein in Saison Nummer 3. Die neue Saison startet dann erstmal etwas turbulent, denn es gibt unglaublich viele Transfers, bisher millionenmäßig, also transferausgabenmäßig, und die Anzahl an Transfers, die heftigste Transferphase, die wir hatten. Aber darauf werden wir jetzt eingehen. Welche Spieler sind es denn letztendlich geworden? Wir fangen erstmal an. Fekir, ich wollte mir einen neuen Zehner holen. Der ist gekommen. Es bleibt doch so, dass ich einen neuen Zehner geholt habe und auf der rechten Mittelfeldposition unser alter rechter Mittelfeldspieler bleibt. Einfach aus dem Grund, dass keine richtig mega guten rechten Mittelfeldspieler gab und ich mich dann für die 10er-Position entschieden habe. Wir bezahlen 55 Millionen, geht also mehr als in Ordnung. Davor haben wir allerdings noch Pavard verpflichtet für 38 Millionen, neuer Rechtsverteidiger. Janschke verlässt uns per Laie erstmal, dann der Megatransfer. Der Abgang von Husem Auer, er wechselt für 186,6 Millionen zum FC Barcelona, ist wohl einer der teuersten Transfers,
die ich jemals gemacht habe. Mehr als das Doppelte des Marktwertes, knapp 200 Millionen für einen 23-Jährigen. Und aus dem Grund nochmal ein neuer Stürmer mit Anthony Martial und mit Raphael Varane ein neuer Innenverteidiger. Also da haben wir unsere beiden neuen Franzosen. Und ich denke, damit sind wir jetzt für die neue Saison gut aufgestellt. Und ich hoffe, dass dieser Kader auch das erste Mal in der Champions League Gruppenphase weiterkommt. Wir haben die Winterpause erreicht und ich hoffe, wie schon vorhin angekündigt, dass wir das erste Mal über die Champions League Gruppenphase hinausgekommen sind. Die Ligatabelle sieht aus wie immer, schon wieder Tabellenplatz 4 hinter Leipzig, Dortmund und dem FC Bayern München. Und im DFB-Pokal diesmal mal noch drin. Nein, wir sind raus in Runde 2 scheinbar schon. Und ja, hier haben wir es gegen Bayern München, sind wir leider ausgeschieden. Nach Elfmeterschießen sehr, sehr unglücklich. Dann kommen wir und wenigstens in der Champions League noch das erste Mal in der K.O.-Phase dabei sein. Und das sind wir tatsächlich. Wir müssen ran gegen Atletico Madrid, sind in der Gruppe Zweiter geworden hinter Tottenham. Lazio kaum Punkte geholt, Tottenham und wir die einzigen, die richtig Punkte in dieser Gruppe geholt haben. Und damit würde ich sagen, geht es für euch direkt rein ins Champions League K.O.-Spiel. Dann ist es jetzt endlich soweit. Wir starten rein in unser allererstes Champions League K.O.-Spiel. Atletico Madrid steht vor der Tür. Ich glaube nicht, dass es möglich sein wird, das schon mal vorab. Aber es ist immerhin das allererste Champions League K.O.-Spiel und natürlich ist Sommer verletzt. Ich krieg die Krise. Das heißt, wir werden richtig abgeschossen. Also wir werden definitiv hier diese Gruppenphase nicht überstehen. Oder diese K.O.-Phase gewinnen. Digga, komplett durcheinander. Verlieren mit 2:1. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass hier noch irgendwas passieren könnte. Außer natürlich, Sommer ist zum Rückspiel wieder fit. Aber das sieht aktuell, würde ich einfach mal behaupten, nicht danach aus. Leider darf ich euch keine positive Nachricht vermelden. Sommer immer noch verletzt. Das bedeutet, es wird nichts. Da lege ich mich einfach mal jetzt schon fest mit dem Viertelfinale in der Champions League. Wir starten trotzdem rein ins Game, verlieren das mit 3:1 und damit sehen wir uns direkt am Ende der Saison wieder. Das Saisonende ist erreicht und wir schauen rein, wie sieht es denn aus? Mich nervt dieses Trainer-Rating echt unglaublich. Eigentlich sind wir als Mannschaft echt stark, was wir gemacht haben. Trotzdem, das Trainer-Rating hat absolut nie Bock auf einen. Immer noch der schwächste Spieler, leider unser Rechtsverteidiger Pavard. Ginter vielleicht jetzt im Sommer nochmal upgraden und vielleicht nochmal einen neuen ZM holen, denn da hat Frankreich definitiv noch ein paar bessere. Wir müssen einfach mal schauen, was wir jetzt letztendlich machen werden im Sommer, auch wie viel Transferbudget uns zur Verfügung steht. Und dann starten wir direkt rein in die neue Saison und schauen, was letztendlich transfermäßig abgeht. Die nächste Transferphase liegt dann jetzt hinter uns und wir dürfen einen alten Bekannten zurück bei uns begrüßen. Und zwar schauen wir rein auf unsere Transfers, sortieren das Ganze erstmal so rum. Zuallererst kommt ein neuer Keeper zu uns und zwar ist es Alphonse Areola. Er wechselt für eine Ablösesumme von knapp 37 Millionen Euro zu uns, ein Marktwert von 31 Millionen. Dann wechselt Kimpembe zu uns, 50 Millionen hat er uns gekostet, 86er Innenverteidiger. Dann haben wir ein Mega-Angebot für Dennis Zakaria bekommen. Liverpool bezahlt einfach knapp das Doppelte seines Marktwertes, 116 Millionen Euro. Und dafür kommt ein alter Bekannter zurück, der mittlerweile eine 89 mit 24 Jahren hat. Houssem Aouar wechselt zu uns für 127 Millionen Euro. Der kommt natürlich auch noch eben schnell in die Startelf rein. Und dann sieht unser Kader in meinen Augen recht solide aus. Vielleicht können wir ja in der Champions League tatsächlich was reißen, wenn ich hier jetzt mal das Ganze richtig hinbekomme. Da hinten war Aouar. So sieht dann nämlich unser Kader aus und damit starten wir rein in die neue Saison. Wir sind in der Winterpause angekommen und schauen, wie es aktuell aussieht. Was ist denn das? Da sind Dortmund und Bayern einmal schlecht und wir schießen den Vogel ab, sind sogar noch schlechter als Dortmund, obwohl die schon nicht gut durchgegangen sind. Erster aktuell Leverkusen, zweiter Frankfurt, dritter Hertha. Wir schauen rein auf den DFB-Pokal, wo wir immer ausscheiden eigentlich. Dort sind wir das erste Mal im Viertelfinale, müssen ran gegen Leverkusen, die tabellarisch vor uns stehen. Und in der Champions League sind wir Gruppenzweiter, dürfen jetzt aber ran gegen Manchester City. Und das dürfte unglaublich hart werden. Ich bin auf jeden Fall gespannt. So sieht unser Kader aktuell aus. Die ersten beiden 90er, wie gesagt, Aouar auf 91 jetzt sogar. Und damit würde ich sagen, geht es für euch direkt rein ins Champions League K.O.-Spiel gegen Manchester City. Und ich schaue nochmal, ob im Winter irgendwas machbar ist. Aber ich glaube, das Einzige, was machbar ist, wird sein, dass wir die Verträge verlängern können.
Jetzt geht es dann für uns rein ins Champions League Achtelfinale und ich bin gespannt, ob wir hier was reißen können. Ein unglaublich starker Gegner steht vor der Tür, die vielleicht Champions League Anwärter Nummer 1 sind und das Hinspiel geht jetzt erstmal 1:1 aus. Jetzt geht es dann für uns rein ins Champions League Rückspiel. Ich finde, das 1:1 ist echt ein Ergebnis, was in Ordnung geht gegen Manchester City. Trotzdem müssen wir jetzt nochmal beweisen, dass wir tatsächlich ins Viertelfinale einziehen können und wir gewinnen mit 2:1 und damit stehen wir erstmalig im Champions League Viertelfinale. Der nächste Gegner, der jetzt vor der Tür steht, ist auch kein einfacher und zwar steht der FC Barcelona vor der Tür. Trotzdem muss man sagen, unser Kader könnte zu den besten der Welt gehören. Ich weiß nicht, wie stark Barca mittlerweile aufgestellt ist, aber unser Kader könnte definitiv zu den besten der Welt gehören und wir spielen wieder das Hinspiel unentschieden und zwar im eigenen Stadion 2:2. Wir starten dann jetzt ins Champions League Rückspiel rein gegen Barca. Eine Änderung, Fekir hier auf rechts, Embolo auf der 10 und ich hoffe natürlich, dass wir jetzt hier erstmalig ins Champions League Halbfinale rutschen können. Wir starten rein, müssen eigentlich gewinnen nach dem 2:2 und wir gewinnen das Ganze mit 1:0 durch den Treffer. Gerade eben angesprochen, Embolo macht tatsächlich den Treffer, wir gewinnen mit 1:0 und stehen damit im Champions League Halbfinale. Jetzt starten wir dann rein ins nächste Game, unser schwächster Spieler mittlerweile Pavard mit der 85, ansonsten hoffe ich, dass wir hier gegen Atletico Madrid überzeugen können und erstmalig im Champions League Finale stehen. Das Hinspiel gewinnen wir erstmalig mit 2:1, davor haben wir glaube ich jedes erste Spiel unentschieden gespielt. Jetzt geht es dann rein ins Rückspiel, diesmal leider Thuram verletzt, aus dem Grund spielt Embolo links, auch wenn er da eigentlich nicht spielen kann, müssen wir jetzt das Ganze so machen, einfach aus dem Grund, da wir da sonst einen 71er stehen hätten und das gefällt mir dann doch besser mit Embolo. Hinspiel konnten wir gewinnen und Rückspiel spielen wir unentschieden, es ging sogar in die Verlängerung, meine Güte und wir haben einfach erst in der 80. Minute überhaupt den 2:1 Anschlusstreffer gemacht, Martial davor Elfmeter verschossen, sehr sehr unglücklich und in der 110. erlöst uns Fekir dann und somit stehen wir im Champions League Finale und wir schauen noch kurz gegen wen wir ran müssen. Wir müssen ran gegen Real Madrid und damit die dritte spanische Mannschaft hintereinander. In dieser Sprint to Glory jetzt einfach mal mit einer kleinen Premiere und zwar das allererste Mal, dass das Champions League Finale auch simuliert wird. Ihr kriegt allerdings oben rechts in der Ecke eine Umfrage, ob ihr dieses Champions League Finale noch immer gespielt haben wollt oder aktuell nicht mehr und ich sag einfach, wie ich darauf komme und zwar liegt es einfach daran, dass die Champions League Finals, die gespielt werden, mit Abstand am wenigsten geschaut werden vom ganzen Video und aus dem Grund schreibt mir gerne mal in die Kommentare und stimmt oben ab, ob ihr das überhaupt noch sehen wollt oder ob das für euch besser ist, wenn das oder spannender ist, wenn das Finale auch noch simuliert wird. Schreibt es mir gerne in die Kommentare und dann würde ich sagen, starten wir jetzt rein ins Champions League Finale gegen Real Madrid. Ich bin dann gespannt, ob wir das Finale gegen Real hier direkt gewinnen können. Wir starten rein ins Finale 2:23 mittlerweile. Gewinnen durch ein Doppelpack von Urgladbacher, sage ich einfach mal, von Neuhaus, der hier vor Beginn unserer Trainerkarriere, vor Beginn unseres Amtes hier schon bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag war. Mit 2:1, Rodrigo trifft auf Seiten von Real, in der 88. dann Neuhaus mit der Entscheidung und damit sind wir durch mit dieser Sprint to Glory. Denkt auf jeden Fall dran, das wird mir echt viel bedeuten, wenn ihr oben in der Ecke abstimmt, weil mich das echt interessiert, wie viele noch an diesem Finale interessiert sind oder ob was vielleicht spannender wäre, wenn man das Ganze wirklich simuliert. Wir schauen jetzt auf jeden Fall auf die anderen Wettbewerbe und müssen wieder eingestehen, Bundesliga läuft gar nicht. Wir haben kein einziges Mal die Bundesliga gewonnen. Was zur Hölle? Ein Punkt hinter Leverkusen, ein Punkt hinter Dortmund. Ansonsten hätten wir die bessere Tordifferenz gehabt. Bayern auch nochmal ein Punkt hinter uns. Tordifferenzmäßig sind wir dort ganz vorne dabei. DFB-Pokal sind wir im Halbfinale im Elfmeterschießen gegen Bayern gescheitert. Unglaublich aber wahr. Damit nur ein einziger Titel in dieser ganzen Sprint to Glory. Das ist schon ein bisschen traurig. Trotzdem hoffe ich, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, lasst natürlich liebend gerne einen Daumen nach oben da. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Und dann haut rein und ciao, ciao.